Hallo zusammen! Jeder hat schon mal ein Dinosaurier-Skelett gesehen. Meistens besteht dieser aus nicht mehr als ein paar Knochen, im besten Fall ist es halbwegs vollständig. Wie der Dinosaurier rund um diese Knochen aussah, können uns aber höchstens Zeichnungen oder Fantasie verraten. Nun gab es jedoch einen Sensationsfund in einer Mine in Kanada, der unsere Sicht auf die gewaltigen Echsen aus der Urzeit grundlegend verändern könnte. Wie auch an jedem anderen Tag kommt der kanadische Minenarbeiter Sean Funk am 21. März 2011 zu seiner Arbeitsstätte in der Nähe der Stadt Fort McMurray. Er setzt sich wie gewohnt in seinen Bagger und beginnt die Arbeit, die er bereits seit 12 Jahren in der Millennium-Mine, einem gigantischen Tagebau, verrichtet. Bei dieser Arbeit ist es keine Seltenheit, Relikte aus der Urzeit zu finden. So kommen zwischen den Ölsanden immer wieder vereinzelte Holzstücke zum Vorschein, doch ein Dinosaurier wurde in der Mine noch nie gefunden. Doch dieser Umstand sollte sich auf spektakuläre Weise ändern. Kurz nachdem Sean Funk nach der Mittagspause wieder seine Arbeit aufgenommen hatte, stieß die Schaufel seines Baggers gegen 13.30 Uhr auf etwas Ungewöhnliches Hartes. Er war erstaunt, denn in seiner Baggerschaufel befanden sich statt Sand plötzlich Gesteinsstücke. Er rief seinen Vorgesetzten und gemeinsam betrachteten sie die braun gefärbten Brocken. Sie mutmaßten, dass es sich wieder um versteinertes Holz handeln könnte. Doch auf der Rückseite war ein seltsames braungraues Muster zu sehen. Die Minenarbeiter wussten, dass dies ungewöhnlich war und ließen die Fundstücke vom Wissenschaftlern prüfen. Die Wissenschaftler, die die Fundstücke prüften, konnten ihren Augen kaum trauen. Es handelte sich um die Reste eines echten Dinosauriers. Und zwar nicht wie bisher um ein Skelett, sondern um den ganzen Körper der Urzeitechse. Behutsam wurde der Rest des Steinklumpens ausgegraben und ins Royal Trial Museum in Drumheller gebracht, wo es nun behutsam von Wissenschaftlern von den Sandresten befreit und präpariert wird. Der Kopf und Teile des Oberkörpers konnten bereits wiederhergestellt werden und zeigen den Dinosaurier in den Umrissen, wie er sie früher tatsächlich hatte. Der Fund revolutioniert somit die Sicht auf die Urzeitechsen, da es nun möglich ist, diese viel genauer zu rekonstruieren und so mehr über die gewaltigen Lebewesen zu lernen. Doch nicht nur der sehr gut erhaltene Zustand des Dinosauriers aus der Millennium-Mine ist eine Sensation. Es handelt sich bei dem gefundenen Fossil noch um eine neue, bisher unbekannte Art von Dinosaurier, der Nodosaurus. Dieser hat vor 110 Millionen Jahren in der jetzigen Einöde Kanadas gelebt, als es dort noch warm und feucht war. Der Nodosaurus war ein Pflanzenfresser, der sich mit seinem Schuppenpanzer gegenüber Räubern schützte. Er wurde bis zu 1,3 Tonnen schwer und erreichte eine Länge von 5,5 Metern. Das gefundene Exemplar starb laut Wissenschaftlern wohl in Meeresnähe und wurde dann auf diese hinausgetrieben. Dort blähte sich der Kadaver aufgrund der Verwesungsprozesse immer weiter auf und platzte schließlich, woraufhin der Körper auf den Grund sank. Dort wurde der Nodosaurus zügig mit Sand und Gestein bedeckt und somit konserviert, bis er in der Mine wieder ausgegraben wurde. So Freunde, was haltet ihr davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.